Und damit nochmal Servus und herzlich willkommen hier oben aus der Spray-TV-Loge zum Spiel der Tölzer Löwen gegen die Heilbronner Falken. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. So, gehen wir rein. Bad Tölz gegen Heilbronn. De La Rovere mit 9 Powerplay-Toren bisher in der Saison. Ja, schauen wir erstmal auf den Konter von Pfleger und Max French. 1:0 Bad Tölz. Come on, baby! Nice pass. Und der Cable Guy Segen geht weiter. Jeder Spieler, der verkabelt wird, schießt ein Tor in Bad Tölz. Das ist mittlerweile Gesetz. Und das hat sich Max French heute zu Herzen genommen. Auch dank des wunderschönen Zuspiels von Marco Pfleger hier. Kevin Maginot hinten noch mit dabei, kann dann nichts mehr machen. Genauso wenig wie Florian Mich. Jetzt ein bisschen weiter hinten, nimmt trotzdem den Schuss. 1:1, sehr unglücklich für die Tölzer Löwen. Heinzinger fällt ihn entscheidend ab. Ja, ich hatte es angesprochen, Justin Kirsch, der hat einen guten Schuss. Und er traut sich dann in der Situation auch zu, hat einiges an Platz da und bringt ihn eher flach aufs Tor. Und ja, durch den Abfälscher von Heinzinger geht er dann eben ins Tor. Dylan Ruck jetzt mit Tempo. Ja, Dylan Ruck, 2:1 für die Heilbronner Falken. Durch die Hosenträger von Maxi Franz Repp. Das ist die Extraklasse. Vom Mann aus Saskatoon. Kommt hier mit Tempo ins Drittel. Und dann kommt McNeely nicht mehr ganz hin. Den muss man aber auch erstmal machen aus dem Winkel. Oh, schön gelöst von McNeely. Und dadurch hat Luba die Baker Platz. Luba die Baker 2:2. Er macht wie gegen die Eispiraten. Aus ähnlicher Position hat er da getroffen, erneut ins lange Eck gezogen von Luba die Becker, hat hier den Geschwindigkeitsvorsprung und ja, schön versenkt vom Routinier. Der spielt jetzt zu Dylan Ruck und Yannick Valenti hat einen richtig guten Schuss, der rutscht Franz Repp über den Schoner, über die Fanghand und landet im Tor. Ja, Yannick Valenti, ich habe es gesagt, nimmt die meisten Schüsse im Powerplay der Falken. Und hier einen weiteren. Guter Abzug. Franz Repp hatte die Fanghand an der richtigen Stelle. Zumindest fast. Ein paar Zentimeter haben gefehlt. Pfleger war mitgelaufen, entscheidet sich für den Schuss. Legitim bei seiner Torquote. Ruck, erneut Dylan Ruck. 4:2 Heilbronn. Der amtierende Spieler des Jahres in der DL2 schlägt zu. Zum zweiten Mal am heutigen Abend. Mit einem humorlosen Schuss ins Kreuzeck. Eberhard kann nochmal verteilen, aber De La Rovere hat den Braten gerochen. Stefan De La Rovere mit der Breakaway-Chance gegen Franz Repp. Achtung, da liegt er vor dem Schoner. Das gibt's doch nicht. 5:2 Heilbronner Falken. Oh, da lag die Scheibe gut und gerne 2-3 Sekunden am rechten Schoner von Maxi Franz Repp. Und er hat sie nicht gefunden, keiner hat sie ihm gesagt, wie auch immer, auf jeden Fall lag sie da. Und dann kommt von hinten Davis Koch und kann zweimal nachhauen und versenkt. Und, na, warten wir nochmal. Yannick Valenti! 6:2 Heilbronn, was für ein Drittel der Falken. Zweites Tor auch für Yannick Valenti am heutigen Abend. Und erneut ist es Dylan Ruck, der einleitet und die Löwen dann nicht gut in der Rückwärtsbewegung. Nächster Schuss abgefälscht. 7:2 Heilbronner Falken. Ja, Verkehr vorm Tor. Nachdem die Scheibe hier zur blauen Linie kommt. Und dann dem Jubel nachzudeuten, Valentino Klos. Der da noch entscheidend abfälscht. Reis auch noch mit in der Verlosung. Schwarz zu Gardiner, der legt ab für Marco Pfleger. Und die Reihe um French und Edfelder. Ja, da ist er drin. 3:7. Also die Reihe macht Betrieb. Und der Jubel fällt verhalten aus. Allerdings nochmal ein Hoffnungsschimmer für die Löwen. French.
legt ab für Manuel Edtfelder und der findet dann, oh, ich glaube, sogar den Schienbeinschoner von Max French. Schwarz rüber zu Edtfelder. Der bringt ihn vors Tor, 4-7. There we go. There we go. So kann es laufen. Da war Verkehr vorm Tor und auf den ersten Blick auch keiner mehr dran. Aber McNeely mit dem Screen, mit dem Sichtschutz, genauso wie Valentino Klos. Und 4-7. Max French sagt, keep going. Immer weiter. 3-2. Richtung Tor. Reed Gardiner jetzt mit Platz hinterm Tor. Pfleger nicht ganz. Achtung! Ja. Jaha! Marco Pfleger staubt ab. Nice! That's it. That's a goal, huh? Good job, boys. That's a boy, Garzi. Ja, die Tölzer Löwen halten es jetzt einfach. Und genauso müssen sie es machen. Sie bringen die Scheibe zum Tor. Hier, Baby Eberhardt. Die kommt vom Hintern von Dylan Ruck zu Marco Pfleger. Und der schiebt natürlich problemlos ein. Und dann waren es nur noch 2 Tore. French zurück. Kenny Morrison rüber. Reed Gardiner. Und Lubadi Becker mit ganz viel Platz. Lubadi Becker aus spitzem Winkel. Nochmal Max French mit dem Nachschuss. Tor! Tor für die Tölzer Löwen. French gewinnt das Bulli. Morrison nochmal mit Marco Pfleger. Erneut der Topscorer. Rüber zu Reed Gardiner. Die Becker vors Tor. Morrison schießt nicht. Gardiner schießt! Latte French! Und Marco Pfleger nur nochmal in den Fanghandschuh von mich. Was ist denn hier los? Oh, das war der perfekte Schuss von Reed Gardiner. Und French tippt ihn an die Latte. Oh, Falken-Fans, nehmt es mir nicht übel, aber ich leide. Natürlich nicht mehr die Möglichkeit, eine Auszeit zu nehmen, wurde ja schon gezogen. French, Zugpfleger, Gardiner. Reed Gardiner kann nochmal den Schuss nehmen, bringt ihn nicht weg. Kenny Morrison. Oh, Schussblock von Valentino Klos und die Heilbronner Falken retten sich über die Zeit. Die Tölzer Löwen schleichen davon, als hätten sie das Playoff-Finale verloren. Vorab herzlichen Glückwunsch an unsere Gäste aus Heilbronn zu einem absolut couragierten Auftritt hier in Bad Tölz, zu einem überragenden Mitteldrittel, das die 3 Punkte gesichert hat.